Hallo und herzlich willkommen zurück bei Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. Wir machen nahtlos weiter mit den nächsten Leveln. So, das haben wir fertig, das haben wir fertig. Da machen wir jetzt weiter. Oh, da fehlt uns gar nicht mehr so viel. Drei Charaktermünzen, der wahre Zauberer und zwei Wappenteile. Na dann wollen wir uns doch mal ranmachen, das zu erledigen. So, genau. Crab und Goyle schlafen. Oh, hier musste man. Aha, okay. Das habe ich da letztes Mal gar nicht gemacht, wie es aussieht. Dann wollen wir doch mal gucken. Aha. Brauche ich auf jeden Fall irgendwas, womit ich hier diesen Dreck wegwischen kann. Na, dann gucken wir mal. Erstmal mache ich jetzt hier das kaputt. Ich sehe nämlich da hinten schon eine Charaktermünze mich anlächeln. Vincent Crab. Okay, hier kommen wir auch durch. Dann werden wir hier wahrscheinlich auch den Goyle noch finden. Ach so, nee, da war ja noch was. So, hier die Toiletten. Ach, Toiletten sage ich schon. Die Dinger hier konnte man auch alle kaputt machen. Mal schnell die ganzen Münzen sammeln. Ach nee, wir haben schon. Haben wir schon den wahren Zauberer jetzt zusammen? Scheint so. Ja, er sammelt gar nicht mehr in diesen Speicher da oben. Er sammelt in unseren Speicher. Finde ich gut. So. Entschuldigung. Habe ich Hermine aus Versehen in einen Jungen verwandelt. Mensch, das tut mir jetzt aber ein bisschen leid fast. So, kann ich hier noch was kaputt machen? Hier bei den Waschbecken? Nein. Nein, nein, dann das hier. Ja, das wird uns auf jeden Fall das rote Wappen geben. Also die Farben von den Pfeilen zeigen uns wohl immer an, welche Farbe des Wappenteils wir bekommen. Und wenn es ein weißer Pfeil ist, dann ist es eine Charaktermünze. So habe ich das jetzt verstanden. Das kann ich nicht benutzen. Mal. Kann ich den Besen nochmal benutzen? Nein. Oder nimm nochmal das hier mit. Wo gehört denn das hin? Noch nirgends? Da rein auf jeden Fall nicht. Na gut, dann lass es nochmal los. Schauen wir mal hier. Was musste man denn hier nochmal machen? Ach so. Ja, genau, da muss der Schalter hin. So. An dieses Ding da natürlich. Und zur Wasserregulierung. So. Da haben wir schon mal eine Sache. Kann ich mit denen irgendwas machen? Nein. So, wartet mal hier. Was ist denn mit dir, Harry? Ich bin mir gerade nicht sicher. Da ist ein Rad, was ich drehen kann. Ah, jetzt kann ich hier von Deckel zu Deckel springen. So. Oje, oje, oje. Die ganze Toilette weggesprengt. Das passiert mir auch oft. Ah ja, so, die Blume gießen. So. Habe ich den Besen jetzt hier hinten verbuggt, weil der noch zu gebrauchen war? Oder ist es jetzt einfach noch nicht da, was ich da brauche? Ich weiß auch nicht so recht. Da haben wir schon mal den Apfel. Okay. Aber ist das jetzt ein Vielsaft? Warte mal, habe ich einen starken Charakter dabei? Nicht wirklich, ne? Nicht wirklich. So.
ich da noch mal dran drehen. Ja. Bringt mir aber nichts. Okay. So, hier haben wir jetzt... Kommen hier gerade nicht richtig weiter. Was soll ich hier noch machen? Aha. Ja, aber das ist doch jetzt dann schon der Vielsafttrank. Das will ich aber eigentlich gar nicht. Ich hätte gern einen Charakter, der da an diesen Dingen ziehen kann. Kannst du das? Ja. Ach, wunderbar. So, gut. Dann wechseln wir mal auf Hermine. Kann uns hier einen Pömpel zusammenpömpeln. Und wir bekommen noch ein paar Münzen. Auch gut. So. Und damit müssen wir das bestimmt hier die ganzen grünen Flecken aufpömpeln. Ja. Weil wenn ich jetzt die Haare da reingetan hätte, dann wäre hier der Abschnitt schon wieder vorbei gewesen. Und dann hätte ich das hier nicht mehr machen können. 5 und da ist noch eins. 6. Und dafür bekommen wir das rote Wappen. Und sind dann hier auch fertig. Alles klar. So, jetzt aber wirklich. Dann kommt das da rein. Seht ihr? Jetzt sind wir nämlich hier. Dann hätten wir das gleich alles nochmal machen müssen. Wieder. Aber nicht diesmal. So, und hier müssen wir jetzt gucken, dass wir auch alles machen. Die Fische. So, oh, jetzt habe ich Hermine in eine Ratte verwandelt. Tut mir leid, Hermine. Entschuldige bitte. So, 3 von 3. Das haben wir offensichtlich schon gemacht. Das Radio werde ich jetzt mal nicht anhitten. Was denn nun? Mhm. Okay. Von hier aus. Die scheinen nichts zu bedeuten hier. Hm. Alles klar. Gehen wir mal hier hin. Da fällt noch Zeug raus. Hier. Da kommen wir aber nicht weiter rein. So, und hier hinten sind noch ein paar Münzen. Die nehme ich natürlich gerne mit, weil brauchen können wir die ja trotzdem, auch wenn wir sie jetzt hier im Level nicht mehr brauchen. So, dann das hier zusammenbauen. Mhm. Ja, genau, das war ja das. Und in dieser Kiste noch was drin? Nein. Die habe ich noch geschafft. Sehr gut. So, jetzt dich. Und dich noch. Da bekommen wir die Teile für die Ritterrüstung, die uns hier gleich mal eben das Gerät drehen wird. Lauf halt noch ein bisschen langsamer, ist gar kein Problem. Wir haben Zeit. Wir sind ja erst bei 10 Minuten. Ah, Dankeschön. Gut. Und dann holen wir uns hier mal schnell die ganzen Münzen. So. Ich brauche jemanden aus Slytherin. Ja, du müsstest da doch reinkommen, oder? Offensichtlich. Hier draußen sehe ich keine Pfeile mehr, deswegen nehme ich an, da ist auch nichts mehr. Dann gehen wir mal weiter. So, da brauche ich direkt wieder den Quirrell. So, es ist ja quasi nicht Quirrell, es ist ja Voldemort im Endeffekt, weil ja der... Und der war ja, ne? Das ist ja Tom Riddle und Tom Riddle war ja Slytherin. Ist schon richtig, ja, ja. Das passt schon so. Okay, da ist noch eine Lampe. 2 von 6. Was ist denn jetzt du? Dich kann ich mal fesseln. Mhm. Hier ist noch eine.
2 von 6. Und da ist noch eine hier. Also ich muss schon sagen, auch wenn das eben der Schlafsaal des Slytherins ist, ich finde es hier echt schön, dass die hier quasi in diesen See reinschauen können, ne? Von ihrem Aufenthaltsraum aus. Es sieht so schön aus. Gregory Goyle. Okay, damit hätten wir, glaube ich, alle Charakterstats aus diesem Level. So, hier bekommen wir noch was zum Zusammenbauen. Mhm. Ui. Den Schüler in Gefahr haben wir damit gerettet. Alles klar. So, dann ist hier fertig, ne? Dann gehen wir mal weiter. Was fehlt uns denn jetzt noch? Wappen haben wir fertig, das haben wir fertig, das haben wir fertig. Es scheint doch noch ein Charakterstat zu fehlen, weil ich sehe da noch einen Pfeil. Das ist dann der da hinten. So. Ron in Slytherin-Verkleidung. Okay, ich glaube, jetzt haben wir aber alles. Dann können wir gehen. Ja, wartet mal. Habe ich das gemacht damals? Ja. Gut. Dann gehen wir wieder raus. Sollte fertig sein. So, 2 Millionen haben wir schon. Na, wir müssen ja auch noch ganz schön viel sammeln, weil der eine Zauber da in dem einen Laden, der kostet da ganz schön viel Geld, ne? Und dann noch die ganzen Kästen und die Charakterstats. Also, es ist noch ein bisschen was, was wir kaufen müssen. Eventuell ja auch noch die goldenen Steine, die da in dem einen Laden sind. Ich weiß gar nicht genau, ob die optional waren, wenn man keine mehr findet. So gut, damit waren wir fertig, damit waren wir fertig, damit waren wir fertig. Dann machen wir hier weiter. Tom Riddles Tagebuch. Da fehlt uns eigentlich noch fast alles. Wir haben im Grunde nur ein Wappenteil und den wahren Zauberer schon fertig. Also müssen wir hier mal noch ein bisschen suchen. Dann machen wir das doch mal. Gut. Kommen wir aber gut voran, finde ich. Muss schon sagen. So. Hier haben wir wieder ein bisschen was zu machen. Das mache ich auch jetzt, bevor ich da gegen die Myrte kämpfe. Ah ja, Münzen muss ich eigentlich nicht mehr sammeln, mache ich aber trotzdem mal. Wie gesagt, wir können sie ja gut brauchen. Also wenn ich jetzt hier gerade so durch die Gegend laufe und was mitnehmen kann, mache ich das natürlich. Ist das ein silberner Gegenstand gewesen? Offensichtlich. Wartet mal, kann ich damit hier die Wasserflecken aufpümpeln? Ja. Scheint wohl ganz so. Machen wir das doch mal. So, 2, 3, 4. Und da noch. 5. Dafür gibt's das Wappen von Hufflepuff. Finde ich gut. So, hier brauche ich wieder den... Haben wir Tom dabei? Ja. Wir haben Tom selber dabei. Okay. Dafür gibt es die maulende Myrte. So. Muss ich ein bisschen weiter nach vorne. Um diese Lampe zu aktivieren. Aua. Ey. Naja, wir haben ja extra Herzen. Das stört uns also nicht weiter. Haha, aber jetzt hast du mich nicht getroffen. So. Hm, zu früh gefreut. Naja. Was soll's. So. Okay. Da habe ich noch ein Waschbecken. Hör doch mal auf, mit Sachen nach mir zu werfen, du böses Mädel. Nur weil du tot bist, gibt dir das nicht das Recht, andere Leute zu dissen. So. Da ist nichts mehr. Ich glaube, hier ist auch nichts weiter, weil wir haben hier jetzt schon keinen Pfeil mehr, der uns angezeigt wird. Mal gucken. Da kann ich noch was drehen. Das ist alles nur für Münzen. Ja, na gut, dann kämpfen wir mal gegen Myrte.
So. 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 Nummer 1. Ja, mit dem Level hatte ich ja damals auch so meine Problemchen. Denn der greift diese Gegenstände manchmal nicht. Warum auch immer er es nicht will. So. Na? Oh. Ah ja, diese silbernen Sachen, die kann ich nicht greifen. Die sind zu schwer. Und das will er, wie gesagt, manchmal einfach nicht. Warum auch immer. So, den habe ich erwischt. So. Da ist er? Nee. Nee, da war sie leider noch nicht. Hallo? Ich glaube, ich muss einfach immer ein bisschen warten, bis der Gegenstand fast bei mir ist. Ich mache das immer zu früh hier mit dem Zurückwerfen. So. Ach, verdammt, das war gar nicht Silber. Ah, aua. Okay. Na komm, werf doch mal wieder was Richtiges. Nein? Das noch. Und dann hier noch. Ach, Myrte. So, noch einmal. Hier gerade hier ist noch ein Blümchen. Einfach der Vollständigkeit halber wollte ich das jetzt noch mitnehmen. So. Tschüss. Gut, dann geht's hier weiter. Okay. Haben wir schon mal was? Blöp. Gut, das hätten wir erledigt. Den Arm packe ich schon mal hier rein. Wartet mal, hier brauche ich mal das. So, und dann die Türen wieder einsetzen. Dann kann ich mir nämlich hier mal Ohrenschützer holen. Und mit der Araune hier mal durch die Gegend laufen. So, komm mal her, meine Liebe. Warte mal, ich brauche einen anderen Zauber, sonst nimmt er die nämlich nicht. Harry, nimm die doch. Also echt. So, hier sind nämlich ein paar Sachen, die man kaputt machen kann. Zum Beispiel das. Das ist noch was. So, habe ich denn hier vorne nicht auch noch irgendwas gesehen gehabt? Ich glaube schon. Ja, das Gute an den Alraunen ist ja, dass man die auch immer wieder aufheben kann und die nicht in ihrem Topf festgewachsen sind, wenn man die da einmal einsetzt. Deswegen sollten wir dann doch was vergessen, ist es nicht ganz so schlimm. Wäre furchtbar, wenn man hier jedes Mal, wenn man was vergisst bei der Alraune, immer wieder reingehen müsste. Stellt euch das mal bitte vor. So, wo ist denn jetzt dein Topf, meine Liebe? Da. Aber ich sehe gerade, da ist noch was aus Glas. War da auf der anderen Seite auch noch was? Nee, ich glaube nicht. Na, wir setzen dich jetzt erstmal hier rein. So. Okay. So, und jetzt gehe ich mal ganz nach hinten und fange von da aus an. Dann habe ich nämlich noch einen von denen gesehen. So, fehlt uns denn dieses Wappen überhaupt noch? Moment. Nee, eigentlich nicht, aber... Ist mal jetzt egal. Ich nehme es trotzdem mal mit. So, das habe ich jetzt gemacht. So, hier brauche ich dich mal kurz, meine liebe Hermine. Mhm. So. Dafür gibt's. Was ist das denn? Ein Schlüssel. Brauche ich denn hier einen Schlüssel?
hier irgendwas mit einem Schlüssel? Ah. Okay. Aha. Da ist unser Schüler in Gefahr. Beziehungsweise jetzt nicht mehr in Gefahr. Gut, dann haben wir hier soweit erstmal alles erledigt. Ich glaube ja. Mal diese ganzen Bänke, da kommt ja auch nur Münzenzeug raus, ja. Okay. Das haben wir offensichtlich schon benutzt. Hier brauche ich Sachen zum Bauen. Mhm. Okay. Wartet mal, was fehlt denn überhaupt noch? Zwei Wappenstücke und wahrscheinlich noch ein paar Charakterstats. Nehme ich an. Ich glaube, da haben wir jetzt erst eine gefunden. Oder überhaupt eine? Ich weiß es nicht. Machen wir erstmal die hier platt. Kümmern uns darum. So. Okay. Die kommen hier oben rauf. Mhm. So. Dann brauchen wir hier diese Teile. Dann gehen wir mal nach oben. So. Da ist noch einer von denen. So, da haben wir die Pflanze. Gut. Jungs. Ach Mensch. Warum denn die Charaktere, die unten sind, das dann nicht einfach mal von sich aus machen, dass die da diese Sachen benutzen? Und das muss da runter, ne? Dann muss ich hier drauf. Und dann kann ich es auch von oben aufmachen. Ah ja. So, hier kann man einfach rüberhopsen. Dann haben wir hier noch was in der Kiste. Das kann der Harry mal mitnehmen. So. Okay. So, dann gehe ich mit Harry und Hermine mal wieder hier runter. Naja, er kommt eh mit. Na gut. Das kommt da rein. Dann können wir hier das Gitter aufmachen, glaube ich. Oh! Ich glaube, wir hätten bestimmt auch einen stärkeren Charakter dabei gehabt, aber ist jetzt auch egal. So, dafür bekommen wir Teile. Ja, so, wie war das denn jetzt? Nein, das ist der falsche Zauber. Diesen will ich bitte. Das, nee, Quatsch. Erstmal die großen Teile hier. Nein. Ach, Hermine! Manchmal regen die mich echt ein bisschen auf. Nimm das jetzt da runter. Unfassbar, ne? Nee. Okay, wisst ihr was? Ich tue die jetzt einfach erstmal alle hier hoch. Und mache das dann von oben. So. Also das regt mich manchmal echt ein bisschen auf, dass das mit diesem Bauen da auf diesen Plattformen echt manchmal überhaupt nicht funktioniert, so wie es soll. Von oben geht das gar nicht. Willst du mich verarschen? Komme ich da auch so hoch? Ja. Okay. Ich dachte jetzt schon. Okay, gut, wartet mal. Haben wir jemanden dabei, der ziemlich stark ist? Ja, der Fang kann das wieder machen. So. Ja, danke. Wir machen mit Tom weiter. Hier sehe ich keine Pfeile mehr. Dann wird es hier auch nichts mehr geben. Dann gehen wir weiter. Und hier sehe ich aber Pfeile. So. Zum einen brauche ich jetzt mal den Griffog. So, mit seinem Schlüssel.
Da bekommen wir einen Charakterstat. So, Moment, den Sänger. Dann haben wir hier noch was zum Zusammenbauen. Ja. Okay. Und gleich wieder zerstören. Nach mir soll es recht sein. Und da sind wir ja gekommen, nicht wieder zurücklaufen. Das habe ich beim letzten Mal auch schon gemacht, glaube ich. So, das sind alles nur Münzen. Ja, ich lasse das jetzt mal hier liegen. Dann kommen hier noch Pfeile. Ja, da wird wohl das blaue Wappenteil drin sein. Genau, das von Ravenclaw. Und dann fehlt uns noch das von Slytherin. Das waren diese Radios hier, ja. Da eins. Ich komme hier nicht mehr raus. Also heute funktioniert wirklich nichts, wie es soll. Das gibst du mir mal bitte. Halt, stopp. Da unten ist nichts mehr. Okay. Warum springen die denn heute alle nicht? Was ist denn hier los? Ich glaube, ich muss bald mal wieder aufhören zu spielen, sonst dreht hier das Spiel gerade ein bisschen durch. So. Okay. Dann haben wir hier Radio Nummer 2. Alles klar. Nee, du gehst mal weg. Ich will da durch. Mensch, Tom! Ich kann da nicht durch. Machen wir es halt so. Okay. Eines dieser Radios muss hier noch irgendwo sein, Leute. So, hier kann ich mir eine Sprungplattform zusammenbauen. Damit komme ich da nach oben. Kann hier, Moment. Lumos benutzen, dann können da die Teile runterfallen. So, mit 6 nur 2 grüne Pfeile an da drüben. Ja, okay. Ja. So. Okay. Und da ist das letzte. Dann brauche ich nochmal Grifhawk. Und dann müssten wir es hier geschafft haben. Hoffe ich. So. Professor Vector. Ich glaube, das war es hier. Ja, ich gehe mal raus und wir gucken mal. Sollte ich noch einen Charakter vergessen haben, dann tut es mir leid. Die maulende Myrte, den Sänger und Professor Vector. Alle Wappen haben wir ja gerade gesehen. Schüler in Gefahr auch. Und das mit den Münzen haben wir auch geschafft. Wunderbar. Na, Mensch, sind wir doch schon ganz gut weitergekommen. Dann würde ich sagen, das war's für heute, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo, gerne auch den ein oder anderen Kommentar. Und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, hier bei Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. Ich sage bis dahin und tschüss!